Sul Sul! Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir bauen heute weiter an unserem Haus, wo wir mittlerweile schon bei einem ziemlich hohen Betrag sind. Nämlich einem Betrag von knapp 128.500 Simoleons. Ja, ne? Ne Villa. So. Ich hatte gefragt wegen der Kissen. Ich glaube, viele hatten gesagt, dass diese Dreierkissen hier hin sollten. Viele hatten aber auch gesagt, das Rote, die hier haben, glaube ich, relativ wenig Stimmen bekommen, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube, ich würde jetzt dann einfach diese nehmen und die... Ja, wo stellen wir sie hin? Wo legen wir sie hin? Ich glaube, ich würde sie da hinpacken. Ja, da so hin. So, jetzt müssen wir nur noch gucken wegen dem... Wegen dem Teppich. So. Denn da war ja auch noch was. Zack. Und da schien mir wirklich der Großteil für den runden Teppich zu sein. Hatte ich den hier gesagt, ne? Hatte ich den? Hatte ich wirklich den gesagt? Dass wir den nehmen? Jetzt bin ich hier schon wieder... Bin schon wieder verwirrt. Doch, ich glaube, es war der hier. So, wenn es eine andere war, dann korrigiert mich bitte. Ihr wisst, ich bin leider schon mal ein bisschen neben der Kappe. So, das hier war ganz gut angekommen. Mir wurde gesagt, ich soll vielleicht hier die grellen Leuchten wegnehmen, dass es ein bisschen dunkler ist, ein bisschen gemütlicher. Dann könnte man mal schauen, ob ich hier vielleicht nur so ein bisschen... Ja, die sind leider nicht hoch genug. Wenn man jetzt sowas nehmen würde. Was hätten wir denn sonst noch so? Das hier könnte man nehmen. Das ist mir aber fast ein bisschen zu schlicht. Das ist ein relativ helle Strahler. Sowas könnte man nehmen, klar. Die könnte man hier natürlich auch gut aufhängen. Oder man nimmt so Bowlingbilder. Oh Leute, ich will hier gerne Bowlingbilder hinhängen. Das machen wir jetzt gerade erstmal. Okay, Moment. Packs. Ich bin so gespannt, wann der neue Quartalstrailer kommt. Ich will wissen, was so geplant ist die nächste Zeit. Ich will das unbedingt wissen. So, was nehmen wir denn hier mal? Vielleicht einmal das und einmal das. Also ich liebe dieses Bild hier, das linke. Das finde ich so genial. Und da würde ich dann gerne Strahler drüber hängen. Warte mal, nehmen wir vielleicht noch ein weiteres. Vielleicht das hier, dass wir die blauen so komplett haben quasi, hierhin. Und dann Strahler drüber. So, hier machen wir jetzt das mal raus. Und hier so Neonröhren nebeneinander direkt. Nee, aber da gab es noch was anderes. Obwohl die Neonröhren jetzt auch nicht schlecht sind. Die könnte ich mir also auch ganz gut da vorstellen. Ich dachte jetzt aber zunächst an was anderes. Ich dachte an die hier, aber die sehen blöd aus. Das wirkt ganz merkwürdig. Die hier könnten wir da doch aufhängen. So, jetzt ist das zwar hier hinten auch ein bisschen heller. Das ist ein bisschen mehr in die Richtung. Dass wir das recht mittig davon haben. So, aber ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Was meint ihr denn dazu? Also, mir gefällt es ganz gut. Das hier, das ist natürlich auch, das wäre ja richtig Hammer auch. Das können wir auch hier hinhängen, dass das mehr so ein bisschen Deko-Leuchten-mäßig ist. Oder vielleicht lieber hier hin. So. Jetzt müssen wir nur mal noch schauen. Das wäre eine Möglichkeit, diese Lampen
Die haben wir ja auch noch. Das hier ist mittlere, nee, was ist denn jetzt mittlere Raumhöhe? Das hier ist klein, das hier ist mittlere Raumhöhe. Also die wären auch eine Möglichkeit. Ich bin aber immer noch nicht so ganz überzeugt. Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Wenn wir sowas nehmen, was ganz Schlichtes. Oder halt eben, wie gesagt, sowas hier. Die hier bringen so gut wie gar kein Licht. Na. Ja. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Ihr merkt mir das schon wieder an. Okay, das ist jetzt auch nicht wirklich schwierig, das nicht zu merken. Ansonsten machen wir das noch so. Ich glaube, jetzt haben wir das doch ganz gut, so ein bisschen dieses leicht dunklere. Aber ich finde, irgendwo muss trotzdem noch was hell. Also ich weiß es nicht, ob ich nicht die Bar doch recht hell beleuchten würde. Also ich finde, irgendwo muss eine helle Leuchte rein. Die ist aber zu groß, die hängt einfach zu weit nach unten. Die hier wäre vielleicht ganz nice. Die hier ist auch recht groß. Die sind so toll. Ich habe jetzt noch nie einen Platz dafür gefunden, weil die halt so unglaublich groß sind. Partyglaslampe ist mir auch noch nie aufgefallen. Hier sind Sachen bei, die habe ich so bewusst noch nie verwendet. Das ist auch so ein Riesenteil. Also ich glaube, ich tendiere aktuell zu dieser hier. Okay, jetzt ist es damit wieder relativ hell hier. So vielleicht. So haben wir vielleicht ein Mittelding. Oh, wisst ihr was? Ich will hier mal gerade gucken, dass wir jetzt hier so einen richtigen Partykeller machen. Noch mit so einer großen... Nein, nicht so eine Leinwand. Eine Leinwand in den Keller wäre auch mal nice. Nein, das meinte ich aber nicht. Ich meinte mit so einer großen Karaoke-Bühne. Das wäre doch auch noch geil. Das wäre doch auch noch mega. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Da hätte ich jetzt aber gerne so einen Tanzboden drunter. Aktivitäten und Fähigkeiten. Wo haben wir denn den Tanzboden? Hier. Wo haben wir die denn? Die kleineren? Ich weiß aber nicht. Nee. Haben wir da auch was Längeres? Nur sowas. Ja, ist jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht. Das halt hier so ein bisschen anpassen, dass es nicht so ganz krass sich vom Boden abhebt und so ein bisschen hier hinten zu dem passt. Was haltet ihr denn von dieser Variante? Was sagt ihr denn dazu? Das interessiert mich jetzt mal. Das interessiert mich jetzt echt mal. Man könnte auch, ich nehme mal die gerade weg. Nein, das sieht komisch aus, weil der ist dann so, ja, dahin geklatscht. Ich nehme die trotzdem gerade nochmal weg, weil ich mal noch schauen möchte, wie viel Licht sowas hier gibt. Oh, die gibt viel. Die gibt mir jetzt schon wieder ein bisschen zu viel für die, für den Zweck, für den ich sie haben möchte. Und wie sieht es mit so Disco-Strahlen aus? Nein. Sieht auch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig aus. Ist jetzt nicht so unbedingt meins. Muss ich ehrlich zugeben. Yay, wir stellen hier Gruselgeister hin. Nein, das passt nicht.
Also die hier an sich sau cool, aber die gibt mir eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel Licht. Oder zu grelles Licht, sagen wir mal so. Vielleicht nehmen wir auch die hier. Die gibt eher so ein bisschen schummerigeres Licht. So, und ich würde auch hier gerne nochmal ein Sofa reinstellen. Und tatsächlich würde ich hier, glaube ich, auch ganz gerne wieder das nehmen aus Bowling. Dieses hier. Und vielleicht auch in dieser Farbe. Dann ist das hier alles so ein bisschen in Blautönen gehalten, was ich eigentlich sogar ganz stylisch finde. Oberflächen, haben wir irgendwelche kleinen Tische? Oh, hier könnten wir natürlich auch noch so Bowlingregale nebenstellen. Das wäre dann ein richtig, richtig nicer Keller. Richtig nicer, das klingt auch so richtig dämlich. So. Was sucht dich denn hier? Die suchte ich. Stopp. So, Nummer 1 und Nummer 2. Die lassen sich das hier richtig was kosten, ne? Oh Gott, dieses Haus, das sprengt wieder jegliche... Alle Preise hier, das ist wieder, das wird wieder schweineteuer. Ich mal wieder. Sollen wir die direkt da dran stellen ansonsten? So direkt neben das Sofa? Dass wir die so ineinander stellen? Und hier vielleicht dieses kleine Tischchen daneben? Dann hier. Nein, das ist blöd. Die müssen sie sich schon selber verdienen, die Trophäe. Dann stellen wir da lieber noch. Das ist dann zwar auch ja Beleuchtung, aber es ist ja dann auch mehr so ambientemäßig. So ein. Genau, sowas. Ein bisschen Kontrast zum Blau oder macht man wirklich hier. Der ist natürlich auch cool da drauf. Wisst ihr was? Das machen wir so. Dann haben wir doch jetzt eigentlich eine richtig geile Bowling-Bar-Bahn-Karaoke-Ding. Also ich glaube, hier kann man mächtig viel Spaß drin haben in diesem Partykeller. Definitiv. Dann fehlt jetzt hier nur noch irgendwo eine richtige... Stereoanlage. Irgendwas, wo wir auch Musik hören können, wenn gerade niemand irgendein Liedchen zum Besten gibt. So, und da nehmen wir... Diese da. Ich finde, die sieht schick aus hier unten drin. Gibt sie vielleicht auch noch irgendwie in Blau? Oh, die gibt es tatsächlich mit Blau, aber es sieht nichts aus. Ich würde sagen, die lassen wir so. Sehr wenig Grün hier unten drin. Wollen wir vielleicht eine Pflanze irgendwo hinstellen? Oh, jetzt komme ich wieder. Jetzt kommt die wieder an mit den Pflanzen. Oh. Haben wir uns gerade mal gefreut, dass da keine Pflanze drin steht. Jetzt kommt die wieder an. Ich bin niemand, der alles pflanzenlos lassen kann. Ich brauche immer irgendwo Pflanzen drin. Das ist doch da hatten wir sogar Schneine. Jetzt mache ich es wieder ganz bunt. Nein. Keine Angst, das habe ich nicht vor. Keine Angst. Aber ich finde einfach so komplett ohne ist halt auch irgendwie nix. Nein, ich habe noch eine andere Idee. Idee.
und. Da fängt der Stilmix wieder an. Nein. Das hier könnte man hier noch hinstellen. So eine Palme wird hier gehen. Eine Sache will ich mir gerade noch eben mir anschauen. Wie das aussehen könnte. Könnte, wenn ich die wiederfinde. Ey, wenn sie da. Man muss sich nur beschweren, dass man die Sachen nicht findet, ja? Dann findet man alles. Sofort. Instant. Da gibt es aber hier keine passende Farbe für, oder? Nee. Ich glaube, da kann dann auch wirklich so ein Fusselzeugsel, Fusselgewächs hin. So ein Dickblatt. Gut. Also, mir gefällt das hier sehr gut. Mir gefällt das hier sehr, sehr gut. Jetzt auch die Idee noch mit der Karaoke-Bar, die wir hier noch reingeklatscht haben. Finde ich eigentlich ganz nice. Weil, ja, es ist jetzt halt kein richtiger Bowlingkeller mehr. Es ist jetzt halt ein Partykeller. Aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde eigentlich, wir haben hier jetzt eine ganz gute Mischung gefunden aus allem. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt. Und dann fehlt eigentlich ja nur noch die Fernbedienung im Wohnzimmer. Und was auch noch fehlt, ist der Garten. Ich will mal gerade noch was gucken. Show, nee, das war BB, ne? BB, Show, Hidden Objects. Hab ich es jetzt richtig geschrieben? Ist das jetzt richtig oder war das nicht richtig? Ja, es war richtig. So, und da müsste jetzt rein theoretisch irgendwo eine Fernbedienung sein. Denn da findet man alles drin, womit Sims eventuell mal irgendwie rumbasteln. Rumhandwerken. Hier zum Beispiel einen Kugelschreiber, den wir hier wunderbar noch auf den Schreibtisch packen könnten. Für ein bisschen Unordnung. Was haben wir hier? Was ist das? Eine Speicherkarte. Oh, ein USB-Stick. Das sieht aus wie ein USB-Stick. Das ist ein riesen USB-Stick. Nein. Ich möchte jetzt lieber gucken, dass ich noch die Fernbedienung finde. Weil die hätte ich da gern schon noch drauf liegen. Jede Menge Kochzeugs, Bücher, zu trinken. Nochmal ein USB-Stick. Oh, die verlassene Mine. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich Remote heißt. Das ist ein Pad. Das ist was? Das ist ein altes Handy. So sieht es jedenfalls aus. Was ist das? Okay. Ist das hier nicht eine Fernbedienung? Nein, das ist irgendein... Das ist irgendein Zettelwirrwarr. Oh Gott, die Folge wird lang. Die Folge wird lang. Ich bin noch unter 20 Minuten. Hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Oh, hier, man kann auch Schuhe einzeln rumstehen lassen. Auch cool. Also, das ist auf jeden Fall eine nette Sache mit diesem Debug-Mode, finde ich. So, Kopfhörer. Es ist nur schade, dass die... Wenn ich die höher lege, dann schweben die halt auf einer Seite. Nee, die lassen wir sein. Remote. Wenn ich jetzt hier nichts finde, dann suche ich mal nach Remote. Das ist ein Spielkonsolen-Controller. Könnte man dahinter noch legen. So ein bisschen versteckt. Hinterm Bild versteckt. Aber Mama, ich hab doch aufgeräumt. Nix, das ist noch hinterm Bild. Du hast es nur versteckt. Wo ist die? Tja. Das Problem ist, ich kann, glaube ich, nur nach Debugs suchen und nicht nach Remote in den Debug-Teilen. Ich werde die sehr wahrscheinlich irgendwo übersehen haben. Es ist ja ein Objekt, was im Spiel ist. Das heißt, sie muss hier irgendwo bei sein. Sie muss. Sie muss einfach.
Und es heißt ganz klar, dass ich sie irgendwo übersehen habe. Eine Alien-Kapsel. Nun ja gut. Es ist das? Hey, es ist eine Fernbedienung, aber eigentlich eher nicht für den Fernseher gedacht. Sondern für sonst irgendwas anderes. Ja, hier werden wichtige Notizen gespeichert, genau. Ja, das ist ein Handy, das ist keine Fernbedienung. Ein Thermometer? Ein Hufeisen. Vom Hufeisen werfen. Ja, ihr seht halt, da sind eigentlich sind die ganzen Sachen dabei, die ein Sim irgendwie irgendwo in der Hand halten kann. Hier sind auch diese Gartenteiche dabei. Die kann man darüber auch platzieren. Sehr, sehr nice. Aber ich finde die halt gerade nicht. Treibholz. Die ist hier irgendwo drin. Muss sie. Definitiv. Also wenn sie irgendjemand gesehen hat, das hier sind alles Tablets. Ne, das ist ein Backblech. Also wenn sie irgendjemand gesehen hat, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Oder wenn ihr eine Idee habt, wie ich danach leichter suchen kann. Weil ich glaube, wenn ich da jetzt nach Remote suche, dann finde ich nichts. Weil ich glaube, ich kann nicht nach zwei Sachen... Da! Da ist sie, die Fernbedienung. Zack. Da liegt sie. Gut. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Yay! Wenn ihr wissen wollt, wie das hier funktioniert, dazu habe ich auch ein Tutorial-Video gemacht. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich das einfach nochmal über das i oben rechts in der Ecke. Wundert euch aber nicht, wenn das jetzt noch nicht drin ist, weil das kann ich erst reinmachen, wenn das Video fertig hochgeladen ist und mit allem drum und dran. Und da ich einfach meistens bis spät in die Nacht noch arbeite und an dem Video schnippel, bin ich dann am nächsten Tag erst ein bisschen später wieder auf den Beinen. Und dann kann ich eben erst entsprechend spät auch das i reinmachen. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Eure Meinung wie immer ab in die Kommentare. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.